Nilsie. Shabini. Wound fiction. So, Gruselparty. Prestigeveranstaltung. Die erfolgreiche Hallo, Text kommt wieder. Die erfolgreiche Ausrichtung von Prestigeveranstaltungen bringt dir Ziele und aufregende Belohnungen ein. Ja. Ja, probieren wir einfach mal aus. Einen Gastgeber, das ist Malis. 1, 2, 3, 4, 5. Warum kann ich denn? Ah, da ist Michael. Ich dachte schon, wo ist Michael? So, die laden wir jetzt zur Party ein. Dafür brauche ich 250 Simoleons. Nein, wir brauchen jetzt keinen Cater und keine Mixerin. Und wir feiern hier. Oh, wie cool. Du bist... Als was gehst du denn? Ach cool, ich kann das Partykostüm wechseln. Das ist saugeil. Ich weiß nämlich nicht, als was du gerade gehst. Partykostüm wechseln. Boba Fett, Astronaut, Cheerleader, Darth Maul, Darth Vader, Dienstmädchen. Nein, so eine Art von Party feiern wir gerade nicht. Lama Boy, spartanischer Hopplit, Schurke, Schmuggler, Postbote, Pizzalieferant, Pirat, Pirat. Ah. Komm, geh als Pirat. Yay. Und dann machen wir die Musik ein. Einschalten, Grusel. Und da können wir eigentlich auch direkt die Lautstärke auf hochdrehen. Und Partysüßigkeit bitten. Wo, als was geht denn? Oh, Hannah geht als Elfe. Wer ist das? Tom Hopper als Astronaut. Corbin! Merx! Oh Gott. So motiviert. Ja, Sir. Luisa geht als Pizzabote. Kann ich ihr Kostüm irgendwie ändern? Ja, quatschen wir mal über ihr Kostüm und... Herr Ritter geht als... als römischer Ritter. Herrlich. Und Herr Donner als Postbote, okay. Oh, Moment. Anzünden, anzünden. Oh, er hat dir eine Rose geschenkt. Vielleicht doch nicht so laut. Oh, jetzt schnitzt er einen Kürbis, okay. Einen weißen Kürbis, okay. Kompliment, wir machen Marlies ein Kompliment zu ihrem Kostüm. Als Lea. Amors Nektar. Oha, oha. Marlies. Hannah, du kannst. Afflin Wadida. Ja, mach den Kürbis doch zu Ende. Ooh, a Wimbo. Ooh, Grobo. Oh, Lampima. Bumkaro Musti. Okay, die Hälfte der Eiswürfel fällt woanders hin. Merkid Quinofa. Yips. Neebs, Alcha. Skamaj. Oh, Bashar. Ark. Kunuf. Whiff Wanoi. Turapanar.
It's Shubu. Doyen Galeb. Mir Valas. Komm, trink mal. Ah, wir haben das nächste erfüllt. Schelmische Aktionen ausführen. Mit Handschocker reinlegen. Oh, erregendes Geplänkel und interessante Schnitzerei. Alles wird romantisch unterlegt. Ach so, das hab ich ja empfohlen. Ach, dann soll James einfach ein bisschen schnitzen, weil so viel Zeit haben wir auch nicht auf dieser Party, Mensch. Und komm. Wir erschrecken Martin mal, den furchtlosen Ritter. Oh, James muss auf Toilette. Abnus Mishi. Rudy. Kipuna. Dann geh mal auf Toilette, James. Macht er schon selber. Ich hoffe, es ist gerade. Wie sieht dieses Waschbecken denn aus? Ah, Malis schnitzt. Ja, die Profi, die Profi-Schnitzerin Seth macht sich ans Werk. Dass Luisa gerade dieses Kostüm ausgewählt hat. Wow. Brenna. So, to this. Ach, wir können ja ein bisschen mit. Wir können ja ein bisschen mit Michael flirten. Warum auch nicht, wenn wir eh schon in so einer koketten Stimmung sind und die beiden irgendein romantisches Interesse eh zwischeneinander haben. Und da ist auch James wieder. Nein. Nein, Hannah möchte ihre Romantik nicht dafür verschwenden, mit jemandem zu flirten, sondern lieber, ich hoffe, da fällt niemand drauf rein. Sondern lieber Geschirr spülen. Das ist sehr viel spaßiger und aufregender. Scheinbar. So. Lamba. Samba. Wie siehst du denn aus? Ja, das nenne ich mal ein tolles Kostüm und du bist albern. Wegen Krankheit. Unkontrollierte Lachkrämpfe sind nicht sehr lange lustig. Ja. Toll. Schaffe ich es in der Zeit, zwei Kürbisse zu schnitzen, aber dann habe ich ja nur eine Stufe. Eule! Schnitz noch ein! Vielleicht schaffen wir das! Ist denn die Party vorbei, wenn wir es nicht schaffen? Okay, er lacht aber fleißig mit, so als Arzt. Können wir ihn irgendwie fragen? Stell das mal. Quas
Lasso. Masken. Aha. Pima. Galimpa. Vilpa Brehe. Baru Feyu. Ensenoi mi Pim Quexi Achuda. Held wird knapp oder auch nicht. Ich glaube, wir schaffen tatsächlich alle Aufgaben von unserem Partyziel. Ah, James tanzt. Schaffst du's? Gib dir Mühe, Marlies. Wir müssen ja eine legendäre Party feiern. Yay! Ach, wir haben alles geschafft. Geil. Perfekt. Wie lange hält denn die Krankheit ein? Noch 2 Stunden. Oh ja, jetzt schnitzt er von ganz alleine. Vorhin hat er den nicht zu Ende gebracht. Michael, ich verstehe schon. Wo habe ich den Kürbis jetzt gerade gelassen? Oh, Belohnung. Ein absoluter Schocker, ein Fest der Furcht. Nach einem verrückten Abend haben die Gäste zitternd vor Freude die Party verlassen. Der Haushalt wurde mit dem Super-Lama-Kostüm belohnt, da es perfekt für die nächste Party geeignet ist. So kannst du es natürlich auch einfach so zu Hause anziehen. Okay, ich habe mir jetzt den Arsch aufgerissen, dass meine Sims hier diesen letzten Kürbis schnappen und krieg dafür ein Kostüm. Ja, mein. Ist auch... keine schlechte Idee. Ja, genau. Marlies soll ein bisschen mal mit Ruben flirten. Warum nicht? Hm? Und Ruben geht drauf ein. Warum nicht? Ey. Jetzt haut Ruben einfach ab. Echt jetzt? Ich habe meine Sims extra ausschlafen lassen. Und er haut einfach ab. Jetzt geht auch Marlies ins Bett. Merkid Tibinahu. Funiada. Skeebs Zabula, hä? Orb. Nurchel. Lumbuk Myrnawaj. Aha. Fütter mal das Viech da hinten, James. Und. Was hat der denn jetzt in der Hand? Nichts, irgendetwas. Ein Buch, das man nicht sieht. So, James, ich würde sagen, du kannst jetzt mal einfach schlafen gehen. So, hier, geh mal schlafen. Während die zwei... Wovon redest du denn? Oh! Hannah! Meisterwerk des Gastgebers. Einladen, unterhalten, bezaubern und verwöhnen. Ein Gastgeber, der diese Dinge beherrscht, kann auf seine gut erledigte Arbeit stolz sein. Oh, und die Krankheit ist weg. Herrlich. Du fängst das Stinken an, Hannah. Das ist nicht ganz so... Ja, das ist nicht mehr ganz so angenehm. Party ist vorbei. Oh, wir ziehen uns mal schnell zurück. Und Hannah, du kannst mal schnell baden gehen und dann dich in die Falle hauen. Was bin ich froh, dass James den vorher noch gefüttert hat, die Kuhpflanze. Willst du nicht mal nach Hause gehen? Ja. Geh in deinem albernen Ritterkostüm nach Hause. Ah, so. Gebadet. Auf Toilette gehen. Und Hannah möchte gerne ein Techtelmechtel mit James haben.
Das fällt dir jetzt ein? Dann? Dann? Wenn das so ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Erfülle ich meinen Sims die Wünsche? Das mache ich nämlich eigentlich immer gerne, die Sims so ein bisschen nach ihren Wünschen spielen, weil ich dann keine Entscheidung treffen muss. Ich finde das immer ganz recht angenehm. Da kommen interessante Situationen bei rum. Und jetzt kann sie hier oben rein. Ja, ich kann nicht reinkommen, aber kann ich da oben rein? Nein, da kann ich auch nicht rein. Ich habe es abgeschlossen wieder. Und wo ist überhaupt eigentlich? Da ist Ruben. Der ist zu Hause, aber wo ist überhaupt? So. Wir reisen gemeinsam mit James. An die Klippen. Warum nicht? Hm? Warum nicht? An die romantischen Klippen. Und wir sind wieder alleine. Warum kommt er nicht? Oh! From boy Ukinik trip. Demay. Michael schläft. Notnickerchen im Busch. Büsche sind nicht als Bett geeignet, auch nicht als absolute Notlösung. Also das Schicksal hat Hannah momentan davor bewahrt, vielleicht einen Fehler einzugehen. Ich weiß es nicht. Michael schläft und ist absolut nicht erreichbar und deswegen für einen Techtelmechtel nicht zu haben. Und Hannah geht jetzt nach Hause und legt sich einfach schlafen. Ja, eine witzige Party. Mit seltsam, aber nein, der Wunsch ist immer noch vorhanden. Hannah, schlaf. Und schlaf nochmal drüber. Ja, meine Sims sind jetzt wieder wach, weil ich natürlich einmal durch den Ladebildschirm bin. James müsste eigentlich müssen. Da ist er doch! Der ist hier bei uns zu Hause. Zutritt gestatten für Tür aufschließen. Machen wir es mal so. Ja, Hannah hätte es gerne so. Shishubi. Oh, peinlich. Peinlich. Du willst dich vor allen verstecken. Hau ab und lass uns alleine. Oh, ist das peinlich. Das lange Leben von Marlies Bayerle neigt sich langsam dem Ende zu. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Oh Gott. Ja, Hannah versteckt sich jetzt erstmal vor allen und Gott sei Dank muss Hannah heute nicht arbeiten. Sie hat heute frei. Oh.
Nein, schlaf ruhig richtig. So, schlafen. Oma Marlies watschelt ins Badezimmer. Geht's euren Sims eigentlich auch andauernd so schlecht wie meinen? Also ich habe so ständig das Gefühl, dass ich immer kurz vorm Waschbecken putzen, während hier das Wasser runterläuft. Ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber mach mal, James. Ich habe das Gefühl, bei meinen Sims fängt es immer ganz entspannt an und alles in Ruhe und da funktioniert ja auch noch alles und man kann sich ganz einfach um die kümmern und dann fängt es an, zur absoluten Katastrophe zu werden. Den Sims geht's total schlecht. Es sieht super unordentlich aus. Hier hat irgendjemand Müll hingeschmissen. James, reparier mal die, Spüle hier, die, das Ding. Ich schaue immer, ob sie ein Kuchenstück raushängen hat, weil ich misstraue dieser Kuhpflanze. Oh, oh, Yatabu. So, so. Oh, Shusha. Oh, yes. So, Marlies kann ein bisschen Klavier spielen, während James aufräumt. Ja. Oh Gott. Warum habe ich Marlies nochmal das Klavier gekauft? Ich wollte ihr unbedingt Klavier beibringen, aber es hört sich gerade schrecklich an. Ja, so, das hauen wir mal dorthin und wir verkaufen einfach die Kürbisse. Einfach aus dem Grund, weil wir uns einfach welche neue kaufen können, neue machen können. Wenn wieder mal so eine Party ansteht und wir echt viel Asche damit machen. Oh, den Grill, den brauchen wir auch nicht. Grill brauchen wir auch nicht. Was ich mich frage ist, oh, James, du musst dich um den Garten kümmern. Verdammt nochmal. Ja, James, du hast jetzt viel zu tun heute. Ich frage mich, ob wir das Geld zusammen haben, um in Urlaub fahren zu können mit Marlies, bevor die Marlies halt stirbt und verreckt, einfach nur ohne James, nur Enkelin und Omi gemeinsam einfach. Was ist das? Marlies hat das umgestellt. Ah, herrlich. Ich habe schon gerade gedacht, die Kuh bellt. So verrückt bin ich schon. So, das auch wegwerfen. Warum geht er nicht... Okay, hier funktioniert aber alles. Seltsam, seltsam. Warum die immer gerne ins... Gästeklo gehen und du kannst Emma ein bisschen gießen. Nein. Lass die blöde Tafel in Ruhe. Weiter gießen. Habe ich zu viele Pflanzen, als dass du das automatisch weitermacht? Und ernte Grants. Mal ab. Grants. Okay, du erntest aber nur einmal. Ernten.
Und Jeten, Unkrautjeten. Und oh, da sind Birnen fertig, die können wir auch ernten. Und die Kirschen. Hier ist nichts fertig, hier auch noch nicht. Und Äpfel. Die lassen wir erstmal am Baum. So.